Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Evil Genius 2. Zwischen der letzten Aufnahme und jetzt liegt ein kleiner Urlaub meinerseits, deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt gerade nicht mehr so ganz auf der Kette habe, wo wir genau waren. Wir wollten eine Werkstatt bauen, soweit so klar. Ich muss aber kurz mal in die Missionsziele schauen, genau hier. Werkstatt für Ingenieure, genau, die baue ich ja hier gerade. Task complete. Sehr. Konstruiere Zeichenbrett. War ich da schon dran? Salaries paid. Muss ich gerade mal schauen. Ne, Zeichenbrett. Doch, da bin ich schon bei. Stimmt. Und genau hier. Ich wollte noch ein bisschen Platz schaffen. Fangen wir mal hier an. Vor allem meine Reichtümer. Ach, ich bin ja so reich. Task complete. So, die Task hätten wir erfüllt. Wunderbar. Das war jetzt irgendwie ein bisschen unklug, oder? Na egal, wir werden ja früher oder später die andere Wand auch einreißen können. Dann wird das schon passen. Wir machen es erstmal so. Zack. Bam. Dann holen wir die Belohnung ab. Blueprints. Do you think you can build them? It'll take some time, but they seem straightforward. Although there are some improvements we can make if we're able to tinker. And I have to say your blueprints are in excellent condition. No creases or tears. Oh, not this again. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich den neuen Schergentyp haben. Ich frage mich, warum man hier trotzdem nur 7 von 8 zeigt. Wahrscheinlich, weil wir ihn noch nicht ausgebildet haben. Ne, Ingenieur haben wir doch schon 2. Eifer Bibsch. Woran habt ihr die legen? Und vor allem, wie machen wir jetzt die Verbesserung? Ah, Ingenieurs. Ach, gucke mal, schau. Hätte das ja mal fallen. Industrielle Klimaanlage. Da kann man die Temperatur besser mit kontrollieren. Heizkessel. Verbesserte Werkbank. Ingenieure lieben es vor ihren Kollegen. Ermöglicht die verbesserte Werkbank. Was bringt die? Gruppenzwang. Mhm. Oh, Geschütztürme. Geil. Ich liebe Geschütztürme. Mega. Passive Goldzunahme in Ozeanregionen. Okay, okay, okay. Ja, wir haben hier sehr viel zum Erforschen. Raketenwerferständer, Geschützturm, Extras-Technologie, Korrosionsglas. Gas, nicht Glas. Gefrierschallständer, Gefriergas. Ach, herrlich, was es alles gibt. Aber ich glaube, mit der Klimaanlage, da würden wir am besten fahren. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber warum hat er jetzt nicht noch weitere Schergentypen damit freigeschaltet? Das verstehe ich gerade nicht. Was hätten wir noch für Schergentypen? General? Nee. Schergenrekrutierung. Boss, fangen wir hiermit an. Must we? Every time you open your mouth, I get a headache. We're brushing up against the limits of our capabilities. It's time to explore new branches of science. Here it comes, stabbing pains right here on my temples. Do what you must. We can kidnap anyone who can teach you what you want to know. So, was müssen wir machen? Einen Biologen auf der Weltkarte entführen. Ja, dann schauen wir doch momentlich mal kurz das Tempo raus. Ja, da läuft noch als einer. Wo läuft denn nichts? Hier läuft nichts. Dann holen wir doch mal einen. Und hier könnten wir mal den Argwohn entfernen. Bevor die Region gesperrt wird. A trap has been triggered. What? Moment. Danke für den Hinweis. Seize that minion quickly. I demand that intruder be located and captured. Du bist auch ein Ermittler, du bist auch festgenommen. You can come with us quietly, or you can come with us. Da sind noch 2.
Hallo, Wachleute und so, habt ihr Bock? Mal so ein bisschen mithelfen? So ein bisschen? Geht doch. Es geht doch. War das jetzt wirklich so schwer? Anscheinend. Warte mal, vielleicht sollte ich hier mal ein weiteres Zeichenbrett hinmachen. So, Tempo drehen wir wieder auf. Wir werden dann natürlich wieder ein bisschen... Yes! Spezielles im Unterschlupf. Wunderbar. Sekunde, hier sollten wir dann auch mal den Argon wieder etwas senken. Berichte, haben wir auch was anderes? Ja, hier nehmen wir Arbeiter. Arbeiter finde ich immer entspannter als Berichte, weil... Hier genauso. Ach, hier haben wir so wenig zu tun. Das können wir abbrechen. Stattdessen... Ach, jo. Komm, holen wir uns einfach mal direkt Geld. Wir produzieren hier 100% Argwohn. Mir egal. Geld habe ich jetzt gerade eher nicht so die Probleme. So, und dann... Warum habe ich denn meinen Diener freigelassen? Dings hier. Eingesperrt. Man weiß es nicht. Aber erstmal ein bisschen bekehren. Hatte ich nicht zwei Ingenieure? Wartet mal. Ich habe doch zwei. So. Kann man die irgendwie markieren eigentlich? Schergenmanager. We've brainwashed a prisoner into joining our cause. So, nach Typ sortieren wir es mal. Du mampfst gerade, ja Mensch. Interrogation, success. An agent has given us their secrets. So, rüber mit dir. So, hier sind wir. Da erzeugen wir schon Geld. Sehr schön. Hier entfernen wir den Argwohn. Das ist gut. Machen wir hier auch mal. Oh, wie sieht es denn hier hinten aus? Hier wäre viel zu holen, aber wir sollten erstmal den Argwohn entfernen. Machen wir mal mit Dienern. Könntest du? Interrogation has succeeded. We have more intel. So, Moment, haben wir den Biologen schon gehört? Ah, ne, der ist er erst. Okay, da muss noch die Entschlossenheit gebrochen werden. Kriegen wir hin. Und zisch und klack und weg. Okay, der sieht auf jeden Fall recht crazy aus mit seinem Anzug, aber... Schön an die Füße kitzeln, ganz schlimm. So. The Biologen Trainer. So, wo ist er? Da. Zack. Mir geht so langsam der Platz aus. Ich muss ja schauen, wie das endlich klappt mit den weiteren Etagen, aber... Da müssen wir, glaube ich, in der Story noch ein bisschen vorankommen. Task complete.
So, wir müssen einen Biologen trainieren. So sei es. Ich mach mal einen weiteren Ingenieur. Damit wir hier mal ein bisschen besser in die Puschen kommen. So, du bist jetzt also Biologin. Sehr schön. Okay, muss ich anscheinend pflanzen, ein bisschen ausgehen. Ja, macht ja durchaus Sinn. Die sehen aber auch widerlich aus. Ugh. Könnten auch Zerg sein. Aber gut. So, ich möchte perspektivisch natürlich auch hier mal die Sendeleistung ein bisschen verstärken, aber... Ich glaube, solange ich nur noch auf dieser Etage unterwegs bin, gut, ich habe hier ein sehr ausladendes Forschungslabor, aber ich glaube, solange ich nur auf dieser Etage unterwegs bin, wird das erstmal nichts. Bam! Kommen wir die Belohnung. That's the science of sharks, right? We study life and ways to end it. Like I said, sharks. Mhm, genau, so, Hauptmission. Ach, guck mal, jetzt haben wir es endlich geschafft, sehr schön. The Midas device will be born. No more delays. Well, just a few more delays. There are some components to source. Components? Which components? All of them. Fine. Let's go shopping. So, beschaffe Midas-Teile auf der Weltkarte. Okay. Warte mal ganz kurz. Wir haben jede Menge Gegenstände. Dekoration. Kaffeemaschine. Ja, Mensch. Die stelle ich doch mal hier hin. Kaffee ist immer gut. Was haben wir noch? Sushi-Bar. Kriegen wir dich noch hier rein? Yes, perfekt. Und auch wieder ganz viel Dekoration. Ach, guck mal, das verbessert. Hat ja so direkte Auswirkungen. Ja, nice. Ich brauche einen größeren Essenssaal, aber auch das ist erst später Problem, würde ich sagen. Das sollten wir erstmal hinten anstellen. Was haben wir hier Schönes? Schaltet Forschungsoptionen frei. Ja, das nehmen wir doch mal. Weitere Forschungsoptionen, sehr fein. You do not have enough power to sustain this build order. Ja, komm, dann machen wir hier noch ein bisschen Energy. Geben wir da noch? Ja, machen wir erstmal so. So, Moment, ich sehe gerade, hier kommen ein paar Ermittler rein. Find and capture that intruder quickly. What? They work very well. Boah, die Sicherheitslevel, die brauchen immer so garstig lange. Ist echt zum Kotzen, aber na gut. Habe ich hier noch eins übersehen? Sicherer Hafen, oh. Das ist ein beflutetes Reich, neuer Beutegegenstand. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns erstmal mit den U-Boots auseinandersetzen. War das, das die Mission dafür? Warte mal. Nach den Urinen von Atlantis suchen? Ja, nicer, da ist er. Da starten wir mal.
So, dicke Uniform und Kälteresistenz ist zwar fein, aber ich glaube, ich sollte mal die U-Boote erforschen. Ich mache kurz Pause, dann verkaufen wir mal hier ein paar Sachen. Ah, okay, der Nachteil ist, sie brauchen ringsrum viel Platz. Okay, ich habe mir davon jetzt irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber na gut, ist es jetzt halt so. Machen wir das Beste draus. Knüppelstände! Haben wir noch gar keinen? Gut, dann haben wir einen raus. Kein Ding. Ein paar mehr Statuen finde ich gut. Hier noch eine Büste, wo man noch nicht weiß, was drauf kommt. Auch das finde ich gut, nehmen wir. Forschung abgeschlossen. Bewaffneten Scherben mit Pistolen. Ja, nice. So, können wir jetzt hier endlich mal... Yes! Endlich geht's weiter. Wunderbar. So, Moment, was haben wir hier noch? Ja, das sieht doch auf jeden Fall mal gut aus, würde ich sagen. Dann hole ich mir hier mal ein paar Berichte raus. Wie viele Berichte haben wir überhaupt? 71, ja okay, ist eine solide Zahl, würde ich meinen. Kurz noch mal eine Pause. Ach, guck mal, hier hätten wir was. Aktfunktion von 30. Ach, du hast ein Maximum von 100 inzwischen. Das ist nett. Aber ich möchte jetzt aber auch nicht meinen Plan dafür stoppen. Haben wir noch irgendwo was? Ich auch nicht. Nee, okay, das, der Rest ist alles anscheinend... Sind alles U-Boot-Missionen? Alles U-Boot-Missionen bis auf eine? Okay, krass. Was haben wir hier jetzt noch? Ach genau, ein Pistolenständer. Kommt dahin. So, Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erst einmal einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.